Hallo, ich bin's wieder, eure Carmen und das kleine ABC in der Küche. Heute geht's um Spargel zubereiten. Spargel zubereiten im Thermomix, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ich möchte euch nur Tipps und Tricks mitbringen. Und zwar müsst ihr nämlich eins beachten. In die Rezepte steht oftmals drinnen, ihr müsst aufpassen, dass im Varoma diese Schlitze frei bleiben, damit da natürlich oben auch alles zeitgleich durchgegart wird. Und da braucht ihr kein anderes Zubehör dazu kaufen, sondern ihr geht auf das Zubehör vom Thermomix zurück. Ihr habt den Flügelaufsatz dabei. Flügelaufsatz, Schmetterling, steht immer ein wenig anders beschrieben drinnen, aber der ist es, den wo ihr zum Sahneschlagen zum Beispiel auch nehmt. Und den legt ihr hier unten als Erhöhung in euren Varoma rein. So habt ihr ein minimales Spiel, um das Gargut oben wirklich gleichmäßig durchzugaren. Der Dampf kann gleichmäßig nach oben kommen. Ihr werdet es sehen, wenn ich die Spargelstangen jetzt hier reinlegen tue. Und da könnt ihr einfach auf Nummer sicher gehen. Da braucht ihr vorher gar nicht schauen, habe ich Spiel, habe ich kein Spiel oder so, sondern ihr legt jetzt hier einfach eure Spargelstangen rein. Das können auch Zucchini-Scheiben sein, das kann auch Fleisch sein. Die Schlitzen dürfen nicht zukleben und wie gesagt, dann stimmt es auch mit der Garzeit. Da seht ihr, ihr bekommt hier auch eine große Menge rein. Sollte der Flügelaufsatz einmal nicht bei Hand sein, dann nehmt ihr einfach zwei Löffel, zwei Gabeln, zwei Messer. Ihr seht das hier sehr schön. Ihr legt hier einfach den Löffel im Kreuz hier rein. Und auch dann habt ihr hier eine Erhöhung, um euer Gargut oben drauf zu legen. Und dann klappt's. Ich freue mich, wenn ihr es nachmacht, wenn ihr mit dem Trick etwas anfangen könnt. Und ich freue mich auf eure Abonnierungen, auf eure Likes, auf eure Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Carmen.